herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute wieder ein Ruckzuck-Rezept. Das gehört mitunter zu meinen allerliebsten Lieblingsessen. Und zwar ein Hühnergeschnetzeltes. Mein Papa hat es immer so gemacht und es ist ziemlich einfach. Hat nichts mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung zu tun, aber es ist einfach lecker und ein Seelenfutter für mich. Gut. Ich starte, indem ich mir das Fleisch anröste. Dazu kommt bei mir jetzt einfach mal geschmacksneutrales Öl in die Pfanne. Nebenbei habe ich mir aber auch schon einen Topf hergerichtet mit Wasser für die Nudeln dann später. Das Hühnerfleisch hier wird jetzt einmal gesalzen. Ich habe mir die Hände gewaschen natürlich und das werde ich jetzt einfach so ein bisschen vermischen, dass überall Salz hinkommt. Wenn da jetzt überall Salz dran ist, kommt es gleich in die Pfanne. Und das Ganze wird jetzt einfach mal richtig scharf angeröstet. Das Fleisch röstet bei mir. Das Hühnerfleisch lässt zuerst mal so richtig relativ viel Wasser. Das lasse ich immer schön verdampfen. Und dann fängt das Fleisch an zum Rösten. Und das ist ganz wichtig, dass ihr bei dem Essen einfach auch wirklich so schön Röstaromen drinnen habt. Sonst schmeckt die Soße später um vieles besser. Und man sieht das jetzt vielleicht in der Kamera, dass halt das Fleisch jetzt einfach schon schön golden wird. Und jetzt werde ich mir das mit, ich habe hier 200 ml Wasser. Jetzt aufgießen. Da kommt jetzt Hühnersuppenwürfel dazu. Ihr könnt jetzt das natürlich jetzt auch einfach, wenn ihr habt, mit einer Hühnersuppe aufgießen. So, und jetzt drehe ich mir die Hitze zurück und lasse das jetzt mal so für eine halbe Stunde mit Deckel richtig schön ziehen und dünsten. Und dann geht es später gleich weiter. So, bei mir hat das jetzt gedünstet. Eine halbe Stunde war vielleicht ein bisschen übertrieben. Also natürlich, umso länger, umso zarter und mürber wird das Fleisch. Wenn ihr sagt, ihr wollt es aber wirklich eine Ruckzuckschicht haben, ist das Ding nach, also ist das Fleisch nach dem Rösten ja eigentlich schon durch und ihr könnt es gleich fertig machen. Bei mir war es jetzt eine halbe Stunde am dünsten und jetzt kommt der Crème fraîche dazu. Und dann gieße ich das Ganze jetzt mit dem Schlagobers auf. So. Und das lasse ich jetzt wieder ein bisschen heiß werden. Und je nach Konsistenz und je nachdem, wie ihr auch gern so eine Fleischsoße habt, könnt ihr das jetzt dann noch mit ein bisschen Stärke eindicken. Ich werde das da bei mir machen. Aber dazu muss die Soße noch heiß werden. Bei mir fängt die Soße jetzt zum Kochen an und ich dicke es mir jetzt nur ein bisschen noch ein. Ich habe da jetzt einfach so ein bisschen eine Maisstärke. So, und wenn ihr dann die gewünschte Konsistenz habt von eurer Soße, dann könnt ihr das schon anrichten. Ich habe mir da jetzt diese Mini-Hörnchen dazu gekocht. Mein Bruder sagt immer, das sind die besten Nudeln dazu, weil man die am besten schaufeln kann. So, und da kommt jetzt eine richtig schöne. So. So, und das kommt jetzt da schön in die Mitte. Ich zeige euch mal einen Trick. Wenn man einen Teller schön anrichten möchte, ohne dass immer diese Soßenkleckser da am Tellerrand sind und die man dann irgendwie mit einem Geschirr doch wieder wegwischt, was finde ich immer grauslich ausschaut, man nimmt sich einfach einen Teller oder eine kleine Schüssel, haltet sich die drunter und kann dann wunderbar einen Teller anrichten. So, jetzt kommt noch ein bisschen extra Soße. Und das war's. Das ist unser Hühnergeschnetzeltes, so wie ich es liebe, liebe, liebe. Vielleicht schreibt mir mal in die Kommentare, was so eure liebsten Speisen sind oder euer Seelenfutter ist. Da würde ich mich freuen.
Lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald. Tschüss.